Hallo und willkommen zu meinem ersten und offiziellen City Skyline 2 Let's Play. Wir fangen eine neue Karte an und ihr könnt dabei sein. Wer nichts mehr verpassen möchte, klickt am besten auf Abonnieren und falls euch das Video gefallen sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Das erste Video wird ein bisschen länger, danach wieder wie gehabt die um die 20 Minuten Folgen und ansonsten Dankeschön fürs Einschalten, bewertet den Part und viel Spaß. Die Version, die ich gerade spiele, könnt ihr auch am unteren Bildschirmrand erkennen und wir beginnen mit neues Spiel. Dann hat man zu Beginn 10 Karten zur Auswahl. Auf dieser Karte spiele ich ja gerade schon dieses andere Let's Play und im Livestream werden wir auch noch spielen. Übrigens jetzt gerade eben, genau zu dieser Sekunde, läuft auch noch gleichzeitig ein Livestream. Also wer das Ganze nochmal live sehen möchte, live Fragen stellen möchte, geht einfach auf den Livestream-Kanal. Natürlich, wenn ihr das Video im Nachhinein guckt, ist jetzt der Livestream wahrscheinlich zu Ende. So, wir haben verschiedene Sachen zur Auswahl. Ich weiß noch gar nicht, was oder welche Karte cool ist. Wir werden natürlich wie immer alles bügeln, so dass es auch vernünftig aussieht und gut spielbar ist. Was ich ganz cool finde, ist einmal dieses Seeland. Da kann man relativ viel vollbauen und hier ist natürlich auch noch relativ viel Wasser drin. Der Archipelhafen, der ist auch noch ganz nice, muss man gerade endlich sagen, weil hier sind viele kleine Inseln, die man bebauen kann. Das hier finde ich nicht so geil, weil das hier im Vorfeld so ein bisschen komisch aussieht, dass hier in dem Bereich. Und ja, die anderen sind halt auch noch relativ große Karten mit viel Fläche, aber ich finde, sowas lockert halt immer ein bisschen auf. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen an mit Archipelhafen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Unten rechts können wir auch sehen, europäisch das Klima 8 bis 30 Grad, nördliche Hemisphäre 16% bebaubares Gebiet. Das heißt, hier ist relativ viel Wasser drin und wir haben verschiedene Anbindungen, Straße, Zug, Schiff, Flugzeug und Strom. Dann natürlich Ressourcen und wir beginnen mit dieser Karte. Jetzt können wir noch Folgendes machen. Wir können das Thema noch ändern, wenn wir möchten. Ich möchte ganz ehrlich nordamerikanisch bauen. Ich finde, da sehen die Hochhäuser und generell die Häuser so ein bisschen cooler aus. Wir können auf der Karte auch nochmal direkt auswählen, was für Häuser wir bauen wollen. Werden wir auch zwischendurch ein bisschen wechseln, weil manche Häuser sehen in dem anderen Stil ein bisschen besser aus. Aber wir fangen mit nordamerikanisch an. Jetzt Naturkatastrophen habe ich ausgemacht. Das lasse ich auch aus, damit wir auch die ganzen Achievements freischalten können. Und Tutorials lasse ich auch auf deaktiviert. Kartenname? Ja, keine Ahnung. Schnorheim. Ihr könnt natürlich eure Namen in die Kommentare schreiben. Wir lassen jetzt einfach mal... Warte. Axtbrick. Genau, Axtbrick. Hört sich gut an für den Anfang. Und wir starten mit Spiel starten. Und da sind wir auch schon. Erstes Ding, was ihr machen solltet, wie immer eigentlich, Pause und euch die Karte angucken. Also ich muss sagen, die Karten sehen so cool aus. Das sieht viel, viel organischer aus, viel schöner als bei 1. Wir werden natürlich auch viele Vergleiche mal zu 1 machen, weil das ist ja irgendwie normal, wenn man den zweiten Teil spielt. Und wir sehen, wir haben viele kleine Inseln, die wir bebauen können. Ob das Ganze eine gute Idee war, wird sich zeigen. Aber, ja, ansonsten mal eine neue Karte auf ein neues Let's Play. Und wir müssen zu Beginn natürlich... Oh, guck mal, man kann sofort bügeln. Ach du Scheiße. Ah ja, man kann echt sofort bügeln, ne? Ist das eine gute Idee, was ich hier mache? Soll ich erstmal alles ein bisschen begradigen? Also jetzt mal ganz im Ernst. Viele sagen jetzt, boah, nee, bitte nicht. Lass doch mal alles so, wie es vorher war und nicht immer alles bügeln. Aber ich muss euch ein Geheimnis verraten. Jetzt kommt's. Dieses, Begradigen... Das, finde ich, ist zum Teil immer noch ein Muss. Jetzt nicht komplett, also nicht bei allen Karten und so. Aber Cities kriegt es immer noch nicht hin, die Häuser so richtig gut darauf anzupassen. Und deswegen machen wir das jetzt so. Müssen wir machen, damit die Stadt auch geil aussieht. Und damit die Stadt auch geil aussieht, das ist eine Straße. Können wir die Straße bauen, die wir hier haben? Das ist die, ja doch, das ist die zweispurige Straße. Weil wir müssen kurz mal was machen. Wir müssen das wegmachen, damit wir darunter bügeln können. Das Schöne ist, das ist ja auch gratis, ne? So, hier sind überall zwar noch ein paar Flecken drauf, aber ist alles top. Das passen wir hier nachher an, das sieht keiner mehr. Also wenn er nachher so in 5 Folgen einschaltet, dann denkt ihr euch, hat Peter nicht gebügelt? Und alle so, nee, wisst ihr Bescheid. Und ich bin auch sehr gespannt auf die ersten Mods, die hier rauskommen werden. Vielleicht gibt es auch so eine Mod, so Karte begradigen oder so. Für Peter, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall cool.
So, jetzt machen wir hier die Pinselgröße ein bisschen kleiner, Pinselstärke auch ein bisschen reduzieren und machen das hier nochmal. Das ist auch ein relativ wichtiger Pinsel. Gerade für mich, damit man den Bereich, den man vorher so gebügelt hat, ein bisschen anpassen kann und das Ganze nicht so straight aussieht. So, guck mal. Das geht doch mal, oder? Wie gesagt, ein bisschen haben wir ja. Ein bisschen Struktur ist ja drin. Wir machen jetzt nicht eine flache Fläche. Flache Fläche, sehr gut. Aber so, dass wir ein bisschen gerade alles haben. So, auch wenn die Wiese jetzt hier ein bisschen komisch aussieht, das ergibt sich nachher. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und das erklärt sich auch nachher nochmal von selbst. Ihr könnt natürlich alles so lassen, wie ihr wollt. Also wenn ihr lieber so organisch baut und gerade, alles cool, baut, wie ihr möchtet. Aber das bin nicht ich. Ich bin der Bügelmann. Übrigens gibt es auch bald neuen Merch, wo wir gerade beim Thema sind. Geht um ein T-Shirt, wo etwas auch draufsteht, was Bügeln angeht. Sehr, sehr cool. So, da fahren die Leute von der Autobahn ab. Die können sich einmal entscheiden, rechts oder links. Ich würde vorschlagen, dass wir auf dieser Seite unsere Industrie machen mit unserem Kraftwerk und sowas. Wir müssen nur noch mal ganz kurz gucken, wo die Windrichtung ist. Warte, Bodenverschmutzung, nein, Luftverschmutzung, ja. Windrichtung geht nach da, sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier Industrie hinbauen, ist es nicht so schlimm. Und das Schöne ist, die Stadt ist direkt auf dieser Seite. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ausbalanciert so der ganze Kram hier ist. Es wurde ja auch viel am Balancing geändert, aber das müsste jetzt auch erstmal die Release-Version sein, mit der ich hier gerade spiele. Und deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt. Auch auf dem Kanal hier. Ich habe ja auch diesen Community-Tab. Wenn ihr mal auf meinem Kanal geht, habt ihr oben einen Reiter mit Community. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch mal draufklicken. Da gibt es dann das ein oder andere den ein oder anderen Informationspost. Kann ich nur empfehlen. Wer wirklich up-to-date sein möchte, da werde ich natürlich zeitnah halt immer alles posten, je nachdem, was wir haben oder was es für News gibt. Warte, das ist... Ah ne, ich bin, glaube ich, mit der Straße ein bisschen zu weit gegangen. Oder wir lassen da jetzt einen coolen Abstand. Es gibt auch, das hatte ich vorher gar nicht gezeigt, es gibt richtig gute Autobahnwände. Also, das Prinzip ist viel cooler geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Also, man kann... es ist alles viel modularer, auch Straßen und sowas. Vorher hatte man ja, keine Ahnung, zweispurige Autobahn, dreispurige Autobahn, zweispurige Autobahn mit Soundbarrier, dreispurige Autobahn mit Soundbarrier, vierspurige Autobahn, fünfspurige mit Soundbarrier und sowas. Und jetzt kann man einfach die Autobahn bauen, das zeige ich euch später nochmal, wenn wir die Autobahn haben, und kann da dran dann einfach die, die Schallschutzwände bauen. Gerade das Wort nicht für Soundbarrier eingefallen, jetzt haben wir es. Und deswegen ist das viel cooler auf eine Art. So, 90 Grad, ganz wichtiges Ding. Manche Sachen an Modifikationen sind auch hier schon drin, wie man sehen kann. Gerade die Sachen mit der Gradzahl, das war ja vorher eine Modifikation. Die ist momentan quasi drin. Also automatisch drin. Die Häuser sind diesmal 6 lang. Also die, es gibt viel mehr Variationen von Häusern, mehr oder minder. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Warte. Hier werden wir sehen, wie die Häuser aussehen, wenn man nicht begradigt. Und dann werdet ihr verstehen, warum ich hier gerade so hardcore gebügelt habe. Hoffentlich werdet ihr das verstehen. Hilfe! Da war es wieder. Manchmal läuft das Spiel so hängen und dann geht's weiter. Also beim Scrollen und so, ne? Das kennen wir ja vielleicht schon. Aber die Entwickler haben ja versprochen, die sind dran. Und das Ding ist ja auch ein Next-Gen-Spiel. Das darf man nicht vergessen. Das ist halt für neue PCs entwickelt worden. Und auch hinsichtlich dessen, dass die PC-Leistung in den nächsten Jahren steigen wird. Wenn man überlegt, Cities Skylines 1, konnte man ja, wenn man mochte, wenn man wollte, konnte man ja auch die aktuellen High-End-PCs komplett damit auslasten, je nachdem, wie viel Mods und DLCs man drauf hatte. Und Cities Skylines 1 ist halt auch mit sehr, sehr wenig Features am Anfang gestartet. Ich glaube, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Ne? Also bei Cities Skylines 1, da gab es zum Beispiel zu Beginn keine... ich glaube sogar keine Nacht. Dann gab es keine Temperaturanzeige. Und das kam alles nach und nach. Und das war eigentlich ganz cool gewesen. So, jetzt machen wir das hier weg. Ich meine, klar, jetzt am Anfang werden wir viel wahrscheinlich hier
erstmal Infrastruktur bauen, um dann zu gucken, dass das Ganze hier läuft. Aber die erste Folge ist ja auch ein bisschen länger extra deswegen. Und ich möchte gerne eine Modifikation haben, und zwar Move It. Dann könnte ich jetzt schon mal die Straßen herunterziehen. können wir dann später machen. Aber hier könnte man das echt lassen. Warte, wir machen das kurz weg. Da ist unser Anschluss, der ist wichtig. Wir machen hier ein bisschen erhöht. Genauso wie hier auch. Das ist sehr hoch, muss man sagen. So eine Steilklippe, die wir jetzt da dran haben. Das finde ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch richtig gut, dass es jetzt auch solche Klippen gibt. Wenn man sowas vorher bei Cities 1 gebaut hatte, war das schon sehr schräg, muss man sagen. Und das war dann nicht so cool. So. Es müsste noch so einen Pinsel geben, begradigen auf, aber nicht zu viel hochziehen. Ich weiß nicht, ob man das verstehen konnte, aber das hier sind ja auch Megaklippen, ne? So. Oh, guck mal, da steht noch eine alte Scheune. Das ist auch sehr, sehr cool, wenn ihr so Gebäude findet auf der Map. Die könnt ihr nehmen und versetzen. Konntet ihr. Okay. Dann ging es wohl nur bei dem einen Gebäude, was ich mal zwischendurch gefunden hatte. Oder es... Nein! Hilfe! Oh, STRG-Z geht gar nicht. Mist, was habe ich getan? Alter, das war ganz schön frickelig. Das war gefährlich, aber konnte ich jetzt relativ schnell retten. Alles gut. So, und jetzt hier nochmal eben. Wir werden die Pinselstärke jetzt nochmal erhöhen. Das ist schade. Wir können es nicht weiter rausziehen, ne? Terrain-Ebenen. Terrain, ah ne, war angleichen. Sorry. Genau, das brauchen wir nämlich. Das ist ein wichtiger Pinsel bei meiner Operation, alles so ein bisschen schön begradigen zu wollen. Es sieht sehr wie so eine Spraydose aus, wenn man irgendwas gesprayt hat, finde ich nicht so gut gerade, aber kriegen wir gleich hin. Wir werden die Pinselstärke reduzieren, die Größe erhöhen. Dann sollten wir das so ein bisschen angleichen können. Ah, je nachdem, wo man ist mit dem Pinsel. Ah. Pinselstärke ist aber immer noch sehr krass, ne? Ja, da muss man echt aufpassen mit dem Tool. Ist halt auch ein bisschen anders als bei 1 und auch ein bisschen neuer. So, bis zur Straße finde ich es ganz okay. Hier oben machen wir noch so einen kleinen Berg drauf. Ja, ich glaube, das geht schon klar. Jetzt machen wir hier nochmal. Wir bleiben extra auf der Kante. So, da können wir leider nicht mehr rausziehen. Da ist, glaube ich, noch Wasser drin, ne? Lul. Genau, hier vorne der Berg war ja schon so ein bisschen so. Wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen erhöhen. Ah, okay, ich gebe zu. Senkt Terrain an... Oder ist das eher das Ding geworden? Nee, das ist ja wieder was komplett anderes. Oh nein, gleich ist alles kaputt. Cut! Okay, ich glaube, da war echt irgendwie, keine Ahnung, Bug oder so drin in dem Pinsel gerade. Funktioniert jetzt so, wie er auch soll. Aber ich habe gerade zu viel rumgestellt. Jetzt gleicht er hier wirklich alles sauber an. Das war gerade, oder hatte ich den falschen? Ne, eigentlich nicht, ne? Aber kann passieren. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine vernünftige Steigung überall drin. Auch hier das, der Uferbereich. Ja, genau, so ist gut. Das Ufer, der Uferbereich. So, und wenn man jetzt laufen lässt, dann schwappt das Wasser wieder dahin, wo es hin muss. Können wir natürlich nachher noch ein bisschen besser angleichen, aber so im Großen und Ganzen haben wir es jetzt hier fertig. So. Erstes Ding, ein wichtiges Teil, ist ein Kraftwerk, was ihr bauen solltet. Das ist, genau, das ist die vierspurige Straße. Das finde ich so cool. Achte mal bitte drauf. Wir gehen hier mitten rein und alle Straßen
beugen sich der neuen Straße. Das finde ich so cool gemacht. Auch generell das Anschließen, wenn wir mal Autobahnkreuz oder so bauen. Das ist echt richtig gut gemacht und auch gut überlegt. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, hier ist die Hauptstraße zum Kraftwerk. Und jetzt kommt hier ein Kraftwerk hin. Am Anfang zu empfehlen das kleine Kohlekraftwerk. Mehr habt ihr auch gar nicht. Und hier ist auf jeden Fall noch Platz für mehr Kraftwerk. Windrichtung ist perfekt. Und ihr seht, da ist der Stromanschluss, wenn wir jetzt das Kohlekraftwerk hier hinbauen. Können wir diese Leitung... Warte, ich fange mal hier an. Muss ich jetzt hier draufstellen, by the way. So. Können wir direkt hier anschließen. Und schon können wir Strom exportieren. Das ist der Stromhandel hier oben. Sehr, sehr geil. Und kleine Info nochmal. Ich werde auch demnächst ein paar Tutorials für Cities hochladen. Unter anderem auch Tutorials zu der Performance. Und wie ihr die Performance auf dem einen oder anderen PC vielleicht verbessern könnt. Weil ihr könnt wirklich, das wollte ich jetzt noch nicht zeigen, sondern wahrscheinlich erst dann wirklich in den Tutorial. Ihr könnt wirklich so viel einstellen und es gibt ein paar Punkte, wie zum Beispiel Level of Detail oder auch in Deutsch Detaillevel, was richtig viel bringt. Und deswegen sowas lohnt sich dann schon, wenn man das zeigt und vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen näher bringt. So, und jetzt wollen wir einen Tunnel haben. Hang zu steil. Wie tief sind wir denn gerade? Sehe es nicht. Ach, unten links. 20 Meter. Ach so, wir sind hier auf Maximum. Maximum. Dann nehmen wir diese runde Straße. Können wir mal Underground machen? Ah ja, hier. Wie tief ist das denn? 17,5? Dann gehen wir in den Underground rein. Okay. Dann ein bisschen gerade. Und kommen wir wieder hoch. Oh, ich dachte schon, er meckert zu steil. Aber er tut's nicht. Sehr gut. Wir haben eine zweite direkte Verbindung. Hier ist die Ausleuchtung auch noch nicht so geil. Aber man kann jetzt wohl durch den Tunnel durchfahren. Wenn man so mal reinlunzt. Das ist auch neu. Sehr, sehr cool. Und ich finde, der Tunnel sieht auch, bis auf den Schattenwurf jetzt, besser aus als vorher. Weil der ist jetzt halt hier schon zementiert, betoniert. Und dann kann man so reinfahren. Und das ist auf jeden Fall ein bisschen anders und cooler. Bin auch gespannt, wie gesagt, wenn da ein paar Modifikationen drin sind, dass man das Ganze auch ein bisschen hin und her schieben kann. Dann ist, glaube ich, sehr, sehr gut. So. Folgendes. Hier noch ein bisschen Industrie hin. Das finde ich manchmal ein bisschen weird, warum hier so eine Kante entsteht. Aber diese Kante können wir für was nutzen, und zwar für einen Weg. Oh, hört ihr das Kraftwerk? Ich mach hier mal ganz kurz. Gibt's hier alles aus? Ah ja, das war alles aus, okay. Ah, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, dass das auf der einen Seite dann bleibt. Warte, ich geh mal... Genau in der Mitte. Und hier auch, wenn man normal hinfährt, alles gut. Oder hingeht, alles gut. Wenn man ein bisschen weiter auf die Straße geht, kommt da direkt ein Zebrastreifen hin. Auch sehr, sehr cool. Ne, kriegen wir nicht so hin. Schade. Ich dachte, dafür wäre diese Kante richtig gut an der Stelle. War leider nicht der Fall. So, folgendes, was da reinkommt, sind Industriegebiete. Ich sehe gerade, der ist hier ziemlich nah am Rand. Der nicht. Ich würde gerne nochmal was versuchen. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier oben einen Weg durchgezogen, ganz knapp am Rand. Und jetzt, wenn man hergeht und das so baut, hat man hinten die zusammenhängenden Kästchen und vorne hat man eine Lücke. Finde ich cooler, weil Folgendes, das heißt, die ganzen Gebiete gehen nicht an die Straße, sondern gehen immer nur in die Zwischenstraßen. Und deswegen ist das so, glaube ich, ganz cool. So, wenn die Gebiete ausgemalt sind, ausgezeichnet sind, kann man diesen Weg wieder wegmachen. Und die Gebiete bleiben aber so, wie wir sie gemalt haben. Also in dieser Ausrichtung. Klar ist jetzt hier die Lücke wieder drin, aber zumindest ist jetzt hier vorne keiner. Obwohl, da hätte man auch einfach leer machen können. Okay, hat nicht so ganz geklappt.
War ganz interessant, hat Spaß gemacht. So, nächstes Ding, wir brauchen Wasser und Strom. Wasser würde ich vorstellen, wir machen eine Pumpstation hier hin. Relativ nah am Kraftwerk. Quasi unsere Versorgungsecke hier vorne. Straße benötigt, machen wir sofort. Straße nehmen wir folgendes. Weil ihr wisst ja, Straßen beinhalten mittlerweile Strom und Wasserleitungen, was sehr, sehr cool ist. Wir machen das Raster aus und fahren hier einfach so runter. Ja, sehr steil, ne? Aber ist okay. Ich glaube, so wäre es auch in echt bei einer Pumpe. Jetzt brauchen wir noch eins, und zwar Abwasser. Wir können am Anfang nur Abwasser irgendwo schütten. Und dann müssen wir gucken, dass das Ganze irgendwie weg von der Küste geht. Das geht alles hin zur Küste. Wo geht das denn hin? Ach, hier hin. Das sammelt sich dann in dieser Bucht. Okay. Ja, können wir nehmen. Das geht alles nur in die Richtung, ne? Ja, komm, dann machen wir das hier hin. Da wird rausgesifft. Und dann einfach hier angeschlossen. So, wir haben jetzt die Hauptsachen. Wasser, Strom, Abwasser. Und alles ist miteinander verbunden über die Straßen, was ich sehr, sehr cool finde. Auch hier das Stromnetz, weil die Leitung ja halt wie in echt über die Dinger hier geleitet wird. Haben alles miteinander verbunden. Jetzt fangen wir an, hier vorne die ersten Gebiete zu setzen. Ah, da hätte man auch ein, wie heißt das? Grundwasserding nehmen können. Aber ich weiß nicht, ob man das leer lutscht. Deswegen lassen wir das so, wie es ist. Wir gehen auf nordamerikanischen Stil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Wir machen das jetzt extra an der Hauptstraße dran. Bis hier. Und hier hinten kommen jetzt Wohngebiete rein. Haben noch nicht viele, deswegen nehmen wir jetzt erstmal alles, was wir kriegen können. Ich glaube, wir können auch mehr auszeichnen, ne? Ach, guck mal, die Straße ist jetzt grün geworden. Ah, ne, die war schon immer grün. Korrekt. Ach genau, hier wollte ich zeigen, wie blöd das aussieht. Mache ich nur auf der einen Seite. Und was ich hier noch vermisse, ist ein Pinsel, der ein bisschen größer ist. Ihr habt zwar Sonnenpinsel hier, aber der ist ein bisschen klein, ne? Also da hätte ich gerne einen richtig geilen großen Pinsel. Oder ihr nehmt das hier, das Füllwerkzeug geht auch, aber ein Pinsel an sich fand ich irgendwie immer cool. Obwohl, da könnte man eine Schule rein. Ne, die machen wir zentraler, alles gut. Parks und Plätze haben wir eh noch nicht. So. Ich glaube, so könnte man das jetzt für den Anfang laufen lassen. Und jetzt kommen die ersten Einwohner. So, was haben wir gemacht? Wir haben gebügelt, wir haben Kohlekraftwerk, wir haben Wasser dran. Wir haben das Stromnetz aktiviert. Unten links gibt es immer Punkte. So steigt man übrigens auf. Wir müssen nicht nur Einwohner ballern, sondern wir müssen Punkte kriegen. XP oder XP kriegen. Und die XP bekommt man einmal, ich glaube täglich, über die Bewohner. Immer zu einer bestimmten Uhrzeit. Und wenn man besondere Gebäude baut, dann kriegt man viel XP. Und generell, wenn man baut, kriegt man halt ein bisschen XP. Ich glaube, für eine Straße kriegen wir auch XP, ne? Kriegen für alles XP. Ja, wir brauchen noch 2 Punkte, by the way. Noch 2 XP, dann haben wir erste Stadtstufe erreicht. Die erste Stadtstufe in wenigen Sekunden. Und ich sehe gerade, das Ding ist ja fast schon voll. Richtig gut. Okay, wir bauen direkt mal weiter. Wir müssen ja Progress machen. Habe ich mal gehört, damit die Leute jetzt einziehen und zufrieden sind. Da ist es. Winziges Dorf, gratuliere. Deine Bemühungen tragen Früchte und du hast mit deiner Stadt die ersten Schritte auf dem Weg zum Erfolg getan. Fortschrittsmenü. So, wir gehen in Entwicklung und jetzt können wir auswählen. Für den Anfang fände ich die Kreisverkehre richtig gut. Könnten aber auch theoretisch was anderes noch nehmen, ne? Krematorium zum Beispiel. Ich glaube, wir nehmen den Kreisverkehr, die finde ich besonders gut. Kreisverkehre freigeschaltet. Und wir können das hier auswählen. Ich wäre fast schon dafür, dass wir hier so machen, damit wir hier zu Ende bügeln können, ne?
Das ist wichtig. Genau, da können wir dann zu Ende bügeln später. Oder mal ja auch zwischen den Folgen. Dann wisst ihr gar nicht, was ich gebügelt habe. Dann ist alles schon fertig. Richtig gut. So, hier nochmal ganz kurz eine Straße an den Rand. Wie sah es hier mit der Umgebungsbügelei aus? Ich glaube gut, oder? Ja, bis hier war okay. Warte. Guck mal, wie so ein Viereck drin, ne? Oh, hier die Anzeige. Ja, da müssen wir eh noch freischalten, die Bubble oder das Ding hier, und dann haben wir's. So, wir bauen weiter. Manche fanden auch die Kräne doof. Also ich fand vorher die Bauanimation auch besser. Nicht, also hier ist ja jetzt wirklich ein Kran, dann steht das Haus da. Aber ich fand vorher die Animation cooler, wie sich das Haus quasi langsam aufgebaut hat aus diesen Gerüsten. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlecht. So, außer bei den großen Hochhäusern, da sieht es extrem weird aus. Aber so im Großen und Ganzen fand ich schon cool. Und ich sehe gerade, die Insel ist ja auch relativ groß, ne? Das heißt, von dieser Kreuzung aus hier vorne... Oh Mist, da werden jetzt gleich wieder ein paar Gebäude weggeballert. Sagen wir mal so. Gehen wir... Ja, geht das? Ist das? Doch, 135 Grad geht genau in der Mitte der Insel. Oh. Und da das eine stark frequentierte Kreuzung wird, nehmen wir dieses Kreisverkehr-Tool und packen das da rein. Guckt euch das an, wie gut es einfach ist. Oder wie groß. Oder wie klein. Aber die Gebäude hier vorne gehen immer weg. Wir nehmen so einen mittleren. Zack, überlappende Objekte, kein Problem. Und hier vorne machen wir noch einen großen hin. Ihr könnt natürlich auch weiterhin Kreisverkehre bauen, wie gehabt. Werde ich zum Teil auch noch machen. Aber trotzdem finde ich dieses Tool mega geil, weil man einfach mittendrin was bauen kann. Oder was auch noch richtig schön ist, achte mal drauf. Man hat einfach so einen Wendekreis dann hinten. Und das finde ich gerade in dem Bereich richtig cool. So, wir lassen mal weiterlaufen. Wir haben dazu bekommen eine Klinik. Die machen wir mal relativ zentral. Und hier guckt euch immer an, wie die Verteilung der Gebäude aussieht. Also, dass ihr zum Beispiel den Bereich noch freilasst. Hier diese drei Felder. Eins, zwei, drei. Die lässt man dann am Anfang frei, damit man nachher nicht sich wundert, oh Mist, da kann ich ja gar nichts mehr hinbauen. Ich überlege gerade. Warte, wir machen das noch weg. Zeige ich euch nochmal ganz kurz einen Trick. Ihr seht ja gerade... Hier sind die Gebiete relativ abgeschnitten und da auch. Wir können jetzt, wie vorher auch, wir nehmen dieses Tool, nehmen den Weg und machen hier einen Weg hin. Damit sperren wir die ganzen Gebiete und die Gebiete werden größer. Jetzt können wir hergehen, die Gebiete anmalen. Dann noch bis hier. Dann können wir den Weg wieder entfernen. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt kann man da wirklich einen Weg hinbauen, fällt mir gerade mal auf. Und zwar genau hier, bis hier oben hin. Und dann hier weiter. Und dann mittig hier wieder drauf. Also ihr wisst ja, Wege baue ich super gerne. Wege waren bei 1 immer super wichtig. Weiß nicht, wie sich das bei 2 verhält. Aber ich kann mir vorstellen, nahezu genauso. So, und dann nochmal den hier. Warte, kann man da... Ah, ne, muss man gar nicht, ne? Man muss nicht einrasten. So. Und schon haben wir einen kleinen Weg. Und das ist auch viel, wie soll ich sagen, flexibler, dieses Einrasten. Das ist besonders schön. So, wir haben eine Klinik. Und jetzt fehlt es noch an einen Friedhof. Friedhof hätte ich Bock, hier in diesem Ausläufer zu bauen. Dafür müssten wir allerdings wieder Folgendes tun. Genau das.
So, läuft wieder, alles wieder gerade. Und ich wollte ja gerade ein Haus versetzen. Und bei dem Haus ging es gerade nicht. Aber das, damit meinte ich das hier. Hier zum Beispiel diesen alten, diese alte Mühlenruine. Die kann man wirklich nehmen und woanders hinstellen. Kostet dann immer eine Kleinigkeit, einen kleinen Obolus. Aber finde ich halt besonders cool, gerade so als auch als Deko-Objekt. Und die sind überall auf der ganzen Map verteilt. Ich kann gleich nochmal ein anderes zeigen. Hier steht noch eins, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ein Steinmonument. Und das kann man jetzt zum Beispiel nehmen und einfach hier in eine Stadt stellen. Und damit kann man dann richtig schön vordekorieren. So sieht's aus. So, ich lasse einfach weiterlaufen, während wir den Platz für unseren Friedhof bauen. Friedhof ist auch relativ groß. Lohnt sich auch eigentlich nicht so am Rand zu bauen, so wie ich das jetzt mache. Aber ich glaube, es könnte sehr schön aussehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, machen wir das mal. Genau, hier mal am Rand entlang. Dann hier ein bisschen mit Winkel. Und ich muss jetzt, die anderen Städte, die ich gebaut habe, ich weiß ja nicht, wer meine ersten Städte gesehen hat. Die sahen am Anfang sehr weird aus. Ach, Friedhof habe ich noch. Ah, doch, Friedhof habe ich wohl. Aber die wurden halt immer besser, je mehr ich damit gebaut habe. Und ich denke mal, also je mehr ich generell gebaut habe. Und ich denke mal, hier wird so ähnlich ablaufen. Am Anfang werden die Städte wahrscheinlich nicht so cool aussehen, weil ich mich so ein bisschen erst immer reinarbeiten muss. Oh, guck mal, direkt eine Fußgängerstraße. Oh, prinzipiell Fußgänger vorbehalten. Könnte man auch machen, um den Friedhof herum später. Und da muss man sich halt auch erst so ein bisschen reinfinden, dran gewöhnen. Ich meine, ich hatte das Spiel schon relativ lange. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal im Stream erzählt. Das ist jetzt eine Fußgängerstraße? Oder auch nicht, ne? Ich hatte das zwar jetzt schon seit sehr langer Zeit zur freien Verfügung. Aber A, war es ja noch nicht so ganz, ganz ready. Also es wurde halt immer nachgepatcht und so. Und deswegen dachte ich mir, ja, ich gewöhne mich jetzt nicht an dieses Spiel. Weil das Fertige wird ja ein komplett anderes sein, gefühlt. Und ich wollte auch nicht so lange das Spiel spielen, weil ich kenne mich. Dann spiele ich das so lange, bis ich nachher gar keine Lust mehr darauf habe. Ich weiß ja nicht, wer von euch das ähnlich sieht. Irgendwann hat man ein Spiel so lange und so übersättigt gespielt, dass man dann sagt, boah, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Und wenn man einen City Skylines-Kanal hat, ist das halt nicht so gut. Deswegen bin ich halt hergegangen, habe mich da ein bisschen zurückgehalten, damit wir in dem Let's Play mehr machen können und ich auch mehr Bock und mehr Lust darauf habe und behalte. Heißt jetzt nicht, dass ich keinen Bock darauf habe oder ich habe mega Bock darauf. Ich wollte halt nur, weil ich mich kenne, so ein bisschen zurückhalten. So. Friedhof ist am Start. Wir können jetzt hier am Rand noch diese wunderschönen Doppelgebäude machen. Am Rand. Hier am Rand von diesem Friedhof. Da war ein noch dran, ne? So. Weil da haben wir auch ein bisschen Nachfrage. Geht gerade zurück, wie man sehen kann. Es gibt super viele Nachfragebalken, je nachdem, welche Wohngebiete und generell was gefragt ist. Man muss dazu sagen, wir haben, beziehungsweise in diesen Wohnungen ist ja auch zum Teil auch noch was frei. Hier sieht man zum Beispiel, es sind 5 Stufen. Da ist momentan ein Wohnsitz drin. Später passen da sogar mehr Wohnsitze rein. Finde ich auch sehr cool. So, hier machen wir auch nochmal ganz kurz. Und da ist das Ding, warum ich bügel. Könnt ihr jetzt ganz gut erkennen. Deswegen. So, ich hätte mir jetzt vom Spiel gewünscht, ich meine, ist wahrscheinlich zu krass, die Programmierung, dass jetzt besonders bei dem Huckel so, au, hier ist ein Gebäude, da ist ein Gebäude, in der Mitte ist so ein Erdhuckel. Komm, machen wir mal gerade. Oder das Spiel erkennt, oh scheiße, wie sieht's denn hier aus? Komm, machen wir mal ein bisschen ebener. Oder je nachdem, wo man hier ist, wenn hier die Gebiete entstehen, die haben natürlich auch so einen komischen Sockel, dass man den Sockel dann vielleicht nicht aus Erde macht, sondern ein bisschen aus Stein. Hier, so sieht's jetzt bei dem Tunnel aus, auch nur so semi-gut. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir die mal ganz kurz hier weg. Ich weiß, ihr habt da gerne gewohnt, aber der Tunnel, der muss jetzt weg. Zumal nicht der Tunnel muss weg, sondern die Gebäude müssen weg.
Ja, und das hier klappt auch nicht so ganz gut. Da muss man, glaube ich, echt sagen, jo, mach mal. So. Und dann nochmal hier gehen und den machen. Ja, und dann... Ah, geht's, wenn man weiter weg ist. wenn man hier ist, sieht's gut aus. Ja, und hier ist auch noch eine Neuerung, wo wir gerade bei der Straße waren. Ihr seht die Straße, das ist die Gutenbergstraße, fängt hier an, geht bis da hinten. Ihr könnt die Straße anklicken. Und dann seht ihr den Zustand, die Länge, wie teuer die ist und das Verkehrsaufkommen. Ihr seht, um 12 Uhr ist das höchste Verkehrsaufkommen. 18 Uhr geht es dann komplett zurück und 0 Uhr ist dann wieder nichts und dann fängt es wieder langsam an. Also die haben richtige Zyklen, nennt man das? Nennt man ja doch einen Zyklus haben die, ne? Ein Arbeitszyklus, so wie in echt. Morgens geht er mal lochen. Wobei Fabriken gehen die halt nachts mal lochen hier in dem Fall jetzt, ne? Kann man auch machen. Hey, das ist ja eine Runde. Ne, ich wollte eine eckige. Und fällt gerade ein, Mülldeponie brauchen wir, ne? Eine Mülldeponie. Die sollte dann irgendwo in dem Bereich hier hin. Fangen wir da... Ja, ne, komm, fangen wir hier an. Vielleicht auch so? Das ist auch wieder das Ding, ihr könnt da auch ein paar Gebäude wieder zubauen, aber ihr könnt dieses Ding, was ich jetzt hier gerade ziehe, auch jederzeit ein bisschen ändern. Mach mal ganz kurz, warte. So, so. Und dann bleiben wir hier oben auf diesem grünen Bereich, dass wir nicht zu weit runterfallen. Wie man halt so eine richtige Mülldeponie macht. Und wir haben eine wunderschöne Mülldeponie. Jetzt kann man hier noch anklicken, Müllaufbereitungsanlage, Sondermüllsammelstelle. Ja, die kann man auch hier einfach reindrücken und upgrade, damit mehr Müllfahrzeuge, glaube ich, rumfahren, oder? 10 weitere Müllfahrzeuge, sehr gut. Was die Upgrades bringen, steht auch immer dabei. Aber an sich schon ganz cool. Und ich glaube, ah, da können wir noch nicht, ne? Industriespezialisierung haben wir noch gar nicht am Start. Wir haben die Dinger dazu bekommen, aber die haben wir auch schon gebaut und die Dinger auch noch. So, jetzt ist der Haken da weg. Und ich glaube, wir haben jetzt soweit alles voll gemacht hier. Ich mache mal ein bisschen schneller. Machen immer noch massiv Minus, wie man sehen kann. Also massiv nicht, nur 3100. Vielleicht doch ein bisschen massiver. Besteuerung können wir noch nicht machen, leider. Aber bald. Und ihr seht gerade auch hier unten die Balken gehen gerade hoch und runter, weil die Nachfrage natürlich sinkt mit bewohnt, also wenn die Gebäude bewohnt werden. Warte, ist das? Doch, hier ist das gut. Gehen wir so. Ja. Dann noch so. Fast gut. Und den packen wir jetzt nochmal hier hin. Obwohl, ne, wir lassen das in der Mitte auf. Soll er eh ein bisschen freier sein, vielleicht können wir in der Mitte auch nachher die Schule reinsetzen, die jetzt noch nicht freigeschaltet ist, sondern erst ab dann, wenn es halt weitergeht. Können aber hier noch ein paar Gebäude setzen. Hier hinter. Oh, warte mal, da könnten wir die anderen Gebäude machen. Dann machen wir die hier vorne. Zack. Hier noch einen hin. Da noch so einen lang. Und hier die hier. So. Ja, hier geht es jetzt wieder ein bisschen in der Ecke. Auch hier die Kante ist ein bisschen besser geworden durch das Bügeln. Aber ich glaube, ihr versteht, warum man öfter mal ein bisschen mehr bügelt. Ich meine, klar könnte man da jetzt auch ein paar Bäume draufsetzen. Dann wird das Ganze auch ein bisschen touchiert werden. Retuschiert, egal. Hier ist auch noch ein bisschen niedrig. Aber wir können ja nachher die Autobahn runterziehen. Ne? Wenn wir Move-It haben, ziehen wir die Autobahn runter. Dann geht das ab. Da freue ich mich drauf, du. So. Warum hier so eine komische Kante drin ist, kann ich gar nicht sagen. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen mit dieser Straße.
Rocker, Musiker anwesend. In diesem Haus lebt ein berühmter Rockstar, wenn er nicht gerade auf Tour ist. Damit ihr Bescheid wisst. Wo bauen wir den denn hin? Der ist ja jetzt hier. Gibt immer ganz viele Gebäude, je nachdem, was ihr quasi erreicht habt. Wohlbefinden im Umkreis von 500 Meter. Also wir den hier hin tun? Man sieht leider die Range nicht, ne? Würde ich feiern. Meilenstein 2 freigeschaltet. Kleines Dorf. Wir gehen mal auf Erweiterung. Jetzt können wir das machen, was wir wahrscheinlich gerade schon hätten machen sollen. 1, 2, 3, 4. Können theoretisch auch komplett einmal durch, dass wir nur die Mitte nehmen. Wäre auch cool. Könnte man die Mittelstraße schon mal machen. Und später muss man, glaube ich, noch eine fette Autobahn irgendwo reinsetzen. Ne? Die habe ich gar nicht mitgeplant, ne? Ah doch, warte mal, die Autobahn ist ja eh hier in der Mitte. Dann kann man hier einen Abzweig machen und die Autobahn hier so herfahren lassen. Ja, ich glaube, das wird gut. Kaufen! Haben wir noch einen? Ne, das war's. Wir hatten vier Stück. Oh, da muss ich wieder bügeln. Und guckt euch diese Ruine an da oben. Eine Burgruine. Die wird sogar da oben ganz schön aussehen, ne? Dann müssen wir später nochmal so ein Werk machen. Warte, wir stellen die erstmal hier hin. Steinmonument. Endlich haben wir ein zweites. Gut aus. Steinmonument am Start. Burgruine auch da hinten. Wir können Schulen bauen. Grundschule. Grundschule müsst ihr gucken. Da gibt es auch wieder coole Upgrades. Und zwar eine Kinderklinik. Könnte man dann hier machen. Upgrade, damit mehr reinpasst. Und ein Spielplatz, der passt sogar noch hier hinten rein. Spielplatz bringt 5% Wohlbefinden für Schüler und Studenten plus 10 Wohlbefinden im Umkreis von 300 Meter. Machen wir hier hin. Und momentan können wir noch ganz viele davon bauen. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt gewollt. Aber jetzt gerade funktioniert's. Jo, das dazu. Hier machen wir jetzt nochmal ein paar Geschäfte hin. Wir haben auch wieder die nächste Gebäudestufe am Start. Und zwar Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Glaube ich auch ein bisschen Nachfrage, ne? Ja. Sind etwas größere Blocks. Packen wir mal hier auf die andere Seite einfach. Und dahinter die Straße dann halt auch noch. Ah, da muss ich eh noch bügeln, ne? Ah, ja, hier ist die Kante. Alles klar. Was fehlt noch? Es fehlt noch eine höhere Schule. Die ist besonders groß. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, da ist noch ein riesiger Sportplatz dran. Da müssen wir später nochmal gucken, wenn die da drauf wollen. Jetzt müssen ja erstmal alle in die Grundschule, ne? So einfach alle. So, warte mal. Klinik ist am Start. Müllverwaltung ist am Start. Schulen sind am Start. Eine fehlt noch. Der Rest, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Industrie. Wobei, ist noch gar nicht ausgebaut. Die fragen aber nach mehr Industrie, ne? Warum bauen die das denn da nicht aus? Oder kann ich den hier noch dran machen? Ah, lol. Gerade so schön zurückgesetzt, das Ding. Und jetzt brauche ich es doch. So, Industrie läuft. Und was schalten wir frei? Ich überlege gerade, was wir denn brauchen prinzipiell. Parkplätze wären cool, die bräuchten wir aber erst später. Gaskraftwerk brauchen wir auch nur, wenn wir später Strommangel haben. Also bei dem nächsten Engpass, da lohnt es sich. Wasseraufbereitungsanlage kann noch warten. Krematorien würden wir uns den Friedhof sparen, aber den haben wir jetzt. Lassen wir erstmal. Verbrennungsanlage für Müll, die ist riesig und mega teuer. Das lassen wir auch mal. College können wir machen. Aber das brauchen wir auch noch nicht. Schwierig. Sollen wir dann lieber erweiterter Straßendienst oder packen? Ja komm, wir nehmen den Straßendienst. Straßendienst ist gut. Den können wir hier vorne reinsetzen. Der repariert die Straße oder hält die Straßen in Stand. Guckt, dass Unfälle schnell behandelt werden.
Und das ist schön zentral da an der Stelle. Wir können jetzt durchrasen. Und was wir noch machen können, sind Kreuzungen setzen, Streifen, also Grünstreifen setzen, Bäume setzen. Das geht jetzt auch. Können wir direkt mal hier machen, oder? Man kann sogar die Seite bestimmen. Und das meinte ich ganz am Anfang mit diesen sehr modularen Sachen, wo ich von der Autobahn erzählt habe. So ähnlich ist das auch bei den Straßen. So, wir haben gleich 1000 Einwohner. Und mir fällt ein, wir können Besteuerung machen. Wir erhöhen mal ganz kurz auf 14%. Besteuerung ist auch sehr individuell, da müsst ihr hier ein bisschen drauf achten. Wenn ihr genug im Plus seid und die Bürgerzufriedenheit gut ist, dann könnt ihr die Steuern auch weiter erhöhen. Zum Beispiel jetzt eigentlich auch schon, ne? Einfach 16, wie hoch geht denn? 30, okay. Endlich mal eine halbwegs realistischere Zahl. Und nicht hier 14%. Was ist das denn? Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie hoch. Sehr hoch. Ah, da war der Pinsel. Ich wollte die Größe erhöhen, ne? So. Den Rand machen wir später. Guck mal, sobald man den Rand berührt, hört einfach dieser Pinsel auf. Wie gemein ist der denn? Mittleres Dorf. Da geht aber schnell. Vom Bügel. Ne, vom Bügel noch nicht, oder? Bügel ich mich direkt auf maximale Metropole, Alter. Hier lassen wir ein bisschen mehr Ufer. Heißt das so? Schon, ne? Oder auch dieses Standardufer, das wäre eigentlich ein bisschen runder. Das wäre nicht so eckig. Allein durch den Wasserlauf, ne? Oh, was steht da denn schon? Ah ja, unsere Scheune. Die Mühlenruine. Direkt an der Autobahn. Jetzt haben wir da nur so ein scheiß Feld drin. Okay, jetzt nicht mehr. Top. Okay, wir haben weiter gebügelt. Demnach kann ich diese wunderschöne Straße mal weiter durchsetzen. Eine asymmetrische, fünfspurige Straße. Können auch eine nehmen, wo in der Mitte eine Trennwand ist. Würde auch noch funktionieren. Dann machen wir hier nochmal ganz kurz so eine kleine Verteilung dran. Dann hier ruhig die große Straße weiterführen. Bis hier und dann drauf. So. Ja, ich glaube, langsam nimmt unsere Stadt ein cooles Bild an. das Stadtbild ändert sich, sagen wir mal so. Und wir müssen mal gucken, wo drin noch ein bisschen Need ist. Wir können jetzt auch spezialisierte Industrien bauen. Sollten wir auf jeden Fall gleich mal machen. Damit das Ganze läuft. Und hier machen wir jetzt noch am Rand die dahin, also die größeren dahin. Da auch. Dann hier noch die kleinen. Da auch. Da kann man eher nachher noch einen Weg durchbauen. Und hier auch nochmal die kleinen. Top. Und ich sehe gerade, wir haben Polizei und Feuerwehr. Die sollten wir wirklich mehr in der Mitte bauen, damit die schnell auf allen Seiten der Stadt sind. Also hier und da. Die kann man, by the way, auch aufrüsten wieder. Aber nur auf dem Gelände. Das geht ein bisschen weiter. Ah, ne, gar nicht. Bei der größeren Polizei ist das ein bisschen weiter. So, auf Streife. Und wir haben wieder 5 Freischaltungen. Ich finde, das geht so schnell. Echt der Wahnsinn. Ja, das brauchen wir eh hier, die Mitte, ne?
Boah, ich bin so gespannt, wie viel wir nachher noch haben, ne? Wie groß unsere Stadt generell wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das hatte ich mir bisher noch nirgendwo angeguckt und noch nie selber gespielt. So, wir sehen, Einwohner kommen gerade richtig gut dazu und wir machen halt immer noch ein bisschen Minus. Jetzt 3200 Minus. Können Bezirke erstellen. Eine Industriespezialisierung. Das sollten wir aber echt mal machen jetzt. Ist nur die Frage, wo? Vielleicht hier so ein kleines Feld? Oder hier am Rand. Ich meine, hier war ja früher auch so eine Scheune, ne? Ah ne, die habe ich da hingesetzt. Die hätte man natürlich irgendwo in einem Bereich, wo noch nicht so viel Verschmutzung ist, ne? Wie wäre es denn hier? Kann man machen. Oh, schade. Ich dachte, das würde perfekt darauf aufgehen, ne? Einfach von hier ein 135 Grad, machen wir einfach mal. Dann diese Straße. Man kann auch durchziehen. Das ist so cool gemacht. Dann können wir ab hier diese... Ja, was ist das? Die anderen Straßen auf jeden Fall. Aber das sieht noch scheiße aus. Warte mal. Da würde ich begrüßen, wenn wir eine Kurve hätten. Hier kann man auswählen, wohin. Und dann sieht man ja auch, wie die Straßen so zu von zwei auf einer geht. Hier mit dem Pfeil da drauf, richtig gut. Und wir können jetzt sogar hergehen und hier vorne die Straße einfach so wegführen lassen. So. Jetzt frage ich mich gerade, ist hier... Ah doch, da geht's wieder bergab, ne? Ach, scheiße. Ach, Mann, oh. Da ist ja sogar fruchtbar. Oh, nice. Warte. Ja? Das müsste auch rund gehen. Das wäre nochmal ein bisschen... Das wäre nochmal ein anderes Level. Also wenn man zum Beispiel das macht und das nachher richtig rund wird, das wäre doch cool, oder? Eine richtig runde Sache. So, wir haben die Hühner. Nutzt die Haltung. Und hier machen wir noch ein kleines Ding hin. Da ist wieder der kleine Bug. Da auch. Och nee. Falls ihr das noch bauen solltet, ihr seht, es ist mal da und mal nicht. Ihr müsst dann klicken, wenn es da ist. Weil sonst ist es nicht da, wenn ihr baut. Ich weiß, klingt total dumm. Aber vertraut mir. Hier einen neuen Knoten hinzufügen. Verwertbare Ressourcen, 0 Kilo. Ach, brauchen die fruchtbares Land? Nee, ja, Nutztiere war egal. Aha, geht doch. Nutztiere, Unternehmen, Doppelbock. Ne, Doppelbock. Nicht Doppel, Doppel. Gab's nicht mal so ein Spiel, Doppler? Oder gab's da einen Elf, der so hieß? Ne, der hieß Dobby, ne? Kurios, vielleicht gibt's auch beides einfach. Ein Spiel und ein Elf. Das wäre aber kurios, du. Oh Mann, wie cool dieses Ding aussieht auf einmal. Da können wir bestimmt noch eine Straße zwischenbauen. Da können wir echt eine... Ne, können wir nicht. Scheiße. Oh, ich dachte, man hätte da eine geile Straße. Aber so ein Feld... Oder sind Bäume zwischen? Aber da muss der Bauer halt durch. Im Spiel jetzt.
So, da haben wir ein Feld. Wir haben viele Einwohner. Es ziehen immer noch Leute ein. Unseren Leuten geht es nicht ganz so gut. Wahrscheinlich wegen den hohen Steuern. Aber der Rest ist gut. Wir brauchen viel mehr Gebiete. Die Leute wollen Geschäfte haben. Wo nachher wieder heißt, nicht genügend Kunden. Das werden wir nachher noch relativ oft sehen. Wie erwähnt, es ist noch nicht alles super ausgebalanced. Und ehrlich gesagt weiß ich auch noch gar nicht, wie man das alles lösen kann. Unsere ganzen Probleme, die wir haben. Weil, jetzt kommt's, das Spiel ist noch voll neu. Und deswegen, da muss ich halt noch ein bisschen hinterkommen. Genau, und hier oben, was ich jetzt gerade gebaut habe, da können jetzt neue Geschäfte hingebaut werden. Ah, da ist wieder ein Flugzeug durchgedonnert, voll gut. Und auf dieser anderen Seite, da hätte ich jetzt gerne mittlere Dichte, aber die wollen ja gar nicht, ne? Die wollen wieder nur geringe Dichte. Ach, Manno. Die sind doch nur gering dicht. Okay, warte, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier oben wollen wir nicht. Hier ist noch gut. Da lassen wir das. Dann machen wir den hier hin. Zack. Na, hier hinter der... hinter diesen fashion Wohngebieten. Können wir eventuell noch eine Straße setzen. ...90 Grad. Können wir da so einen richtigen Block machen? Oh mein Gott, wie genau das alles passt. Voll gut. So, da könnte man jetzt irgendwo das College auch bauen. Wie wäre es... Guck gerade mal, da ist ein College. Ich habe jetzt gar keine Schienen oder so mit eingeplant, ne? Aber ich glaube, Schienen sind hier eh so semi-gut. Oh! Unsere Polaris-Suiten! Die Polaris-Suiten. Auch ein Gebäude, was wieder unglaublich viel Ruhe und Frieden dazu bringt. So. Hier auch noch. Schön viele verschiedene Gebäude, guck mal. Wobei, wartet mal, das will ich so gar nicht. Es gibt immer noch Erfolge, die sieht man gar nicht, ne? Es werden gerade Erfolge eingeblendet. Wahrscheinlich seht ihr die nur, wenn ihr selber zockt. Zocke by the way auf Steam und ich kann es auch jedem, der die PC-Version spielen sollte, sich das Ganze auf Steam zu holen und nicht auf irgendwelchen anderen Plattformen. Hintergrund dessen ist einfach... Ja, jetzt passt besser mit den Dingern. Dass da, ihr dann den Workshop habt und Modifikationen und alles andere viel einfacher geht. Kann man natürlich sagen, klar, ihr habt das gerade im Game Pass. Da kann ich natürlich sagen, spielt es erstmal im Game Pass, probiert es aus und wenn ihr sagt, boah, das ist aber ein geiles Spiel, dann wäre ich fast so weit zu sagen, guckt meine Videobeschreibung, eventuell gibt das Spiel da ein bisschen günstiger und holt es euch dann da. Gerade wenn man genug von den Game Pass-Spielen hat. Also Game Pass ist super gut. Gefällt mir auch gut, dass viele Spiele da einfach drin sind. So. Aber ihr habt dadurch, wie gesagt, den Nachteil mit den Modifikationen. Oh, das passt aber sowas von genau, ne? Kostenrückerstattung? Nein, ich will direkt verbinden. So, damit sollten wir doch einige Einkaufsgebiete gebaut haben, die wahrscheinlich auch reichen werden, hoffentlich. Industrie ist halt noch jetzt stark in der Nachfrage. Und das geht halt jetzt immer so hin und her, ne? Die Nachfrage ist da, dann bauen wir das. Dann kommt die Nachfrage, dann geht's ja wieder weiter. Aber an sich haben wir schon ein sehr cooles Städtchen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Schreibt ganz gerne eure Ideen in die Kommentare. Und nächstes Mal geht's weiter. Und zwar direkt morgen. Wir werden auch das andere Let's Play noch parallel so ein bisschen laufen lassen. Und deswegen würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!